Kommen wir zurück zur Baphomets Fluch. Nach einem doch schon ziemlich knackigen Rätsel geht es dann aber weiter. Und ich bin echt mal gespannt. Dort steht Warnung. Dieses Museum besitzt ein Infrarot-Alarmsystem. Bei Aktivierung nicht eintreten. Mal sehen, ob das funktioniert hat, alles, was wir da gemacht haben. Ich muss hier später nochmal hin, ohne diesen ganzen Druck. Ich muss hier später nochmal hin, ohne diesen ganzen Druck. Die Belüftung ist an und da ist noch ein Sicherheitsgitter davor. Das ist nicht richtig so. Das mache ich nicht. Okay. Das Hotelflugblatt fliegt rein und das Gitter schließt sich. Dann sorgen wir mal dafür, dass wenn man das Flugblatt anzündet, werden die Laserstrahlen im Rauch sichtbar. Abwarten, abwarten und los. Oh. Glück gehabt. Ah, ich wollte schon sagen, jetzt nicht wegen der hakligen Steuerung verkacken. Einmal. Zweimal. Ah, okay. Wieder ein Rätsel. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber wir probieren es einfach mal. Nö. Der hoch. Von einem Rätsel zum nächsten. Geschafft. Gute Arbeit, George.
Man dankt. Nein, ich habe zu danken. Schön, dass du mir helfen willst, George. Ja, jetzt ist die große Frage, wie geht's weiter? Was haben wir denn da? Zwei makabre Köpfe auf beiden Seiten der Tür. Eine der Türen, von denen der Kellner sprach. Alleine kriege ich sie nicht auf. Na, da brauche ich wohl Hilfe. Anna Maria, kannst du mir helfen, diese Tür zu öffnen? Was soll ich machen? Ich drehe den einen Kopf, du den anderen. Okay. Du wartest besser hier, während ich die Fontäne untersuche. Sei vorsichtig. Diese Wachen verstehen keinen Spaß. Die Wachen konzentrieren sich offenbar auf den Museumsbereich des Hofs. Das wird aber hart genug. Na, das befürchte ich auch. Also auf jeden Fall guckt euch irgendwie... die Wachen ablenke. Die Frage ist nur, wie... Das ist jetzt gerade ein bisschen riskant, was ich hier mache. Okay, hier vorne ist nix. Oh, die habe ich noch nicht gesehen. Na, ist schon mal ganz anders als die ganzen Kistenschiebereien aus dem Vorgänger. Das ist auch gut so. Nicht da lang. Ja, aber das hatte ich schon jemandem gesagt gehabt. Mein einziger großer Kritikpunkt ist eindeutig die Steuerung. Alles andere richtig, richtig gut, aber die Steuerung ist echt ein Krampf. Die Maussteuerung ist noch am harmlosesten, aber der Rest... kann man leider komplett vergessen. Das sieht aus wie ein Stromschalter. Die ausgeschaltete Pumpe. Die Pumpe ist aus und das Wasser ist so gut wie abgelaufen. Okay, ich habe relativ wenig Zeit, da zu reagieren, wenn die Wache einmal da sitzt, da steht. Rüberrennen und dann da rein. Ich bräuchte noch zwei Hände. Erwischt. Was zum... Erwischt.
Wenn das hier vorbei ist, könnten wir in New York ja mal ein Bier trinken gehen. Kein Bier, wir trinken Martini. Kennst du meinen Lieblingsort da? Die Grand Central Station. Das ist wie eine Filmkulisse. Abgemacht. Und ich gebe einen aus. Wenn das hier vorbei ist, könnten wir in New York ja mal ein Bier trinken gehen. Kein Bier, wir trinken Martini. Kennst du meinen Lieblingsort da? Die Grand Central Station. Das ist wie eine Filmkulisse. Abgemacht. Und ich gebe einen aus. Keine Bange, Anna-Maria. Ich finde bald einen Weg nach unten. Ich behalte diese Wachen im Auge. Die ausgeschaltete Pumpe. Ich bräuchte noch zwei Hände. Keine Bange, Anna-Maria. Ich finde bald einen Weg nach unten. Ich behalte diese Wachen im Auge. Keine Bange, Anna-Maria. Ich finde bald einen Weg nach unten. Ich behalte diese Wachen im Auge. Das war nicht das, was ich gewollt habe. Okay, das Timing ist wahrscheinlich sehr, 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 sehr knapp. Hakelsteuerung. Ah, dass die Steuerung dann so hakelig ist in solchen Momenten, das ist mega, mega blöd. Die Pumpe ist aus und das Wasser ist so gut wie abgelaufen. Gut, dass er Tomaten auf den Augen hat. Ich hätte mich eigentlich mal sowas von sehen müssen. Ah, diese Steuerung.
Warum ist er auf einmal so schnell wieder da? Da hat man ja gar kein Aktionszeitraum. Ah, Steuerung. Kannst du ja nicht mal prüfen, was er die ganze Zeit immer ausmacht? Wenn das hier vorbei ist, könnten wir in New York ja mal ein Bier trinken gehen. Kein Bier, wir trinken Martini. Kennst du meinen Lieblingsort da? Okay. Die Grand Central Station. Das ist wie eine Filmkulisse. Abgemacht. Und ich gebe einen aus. Was haben wir denn alles? Eine Karte des Topkapi-Palastes. Na, Vestibül der Liebenden, da kamen wir ja her eben. Das Museum waren wir durchgegangen. Und hier ist der Brunnenhof, wo wir sind. Seite ist das Harem. Da geht's ins Museum und da beim Harem würde es nicht reingehen. Okay. Weiter nichts. Ich bräuchte noch zwei Hände. Ich bräuchte noch zwei Hände. Keine Bange, Anna-Maria. Ich finde bald einen Weg nach unten. Ich behalte diese Wachen im Auge. Sollst du nicht die Wachen im Auge halten? Sollst du helfen? Anna-Maria, komm zum Springbrunnen! Du musst mir helfen, die Statue zu bewegen. Sofort! Sehr unauffällig. Ab mit uns ins Loch. Jetzt müssen wir nur noch die Zitadelle finden. Naja, sie könnte auch schon vor Jahren eingestürzt sein. Du musst Vertrauen haben. Ziemlich gespenstisch hier unten, was? Hoffentlich hast du keine Angst vor Ratten. Ha, ich? Hast du hier welche gesehen? Weißt du, es gab mal eine Zeit, da waren solche Sachen fast mein Beruf. Ich weiß auch warum.
Ja, mal interessant, wenn ein paar neue Gespräche dazu kommen. Jetzt rauscht das Wasser nach unten. Jetzt kann ich hören, wie das Wasser nach unten rauscht. Oh je, ich sehe schon, das wird wieder ein größeres Rätsel. Ventil geschlossen. Ventil offen. Ich verstehe. Hier muss das Wasser nach oben. Jetzt kann ich hören, wie das Wasser nach unten rauscht. Jetzt kann ich hören, wie das Wasser durch die linke Leitung rauscht. Jetzt kann ich hören, wie das Wasser nach unten rauscht. Jetzt kann ich hören, wie das Wasser durch die linke Leitung rauscht. Okay, das wird wieder etwas aufwendiger. Also ein Rätsel mangelt es in dem Spiel diesmal wirklich nicht. Jetzt kann ich hören, wie das Wasser durch die linke Leitung rauscht. Jetzt kann ich hören, wie das Wasser durch die linke Leitung rauscht. Okay, das muss auf jeden Fall beides nach links. Kein Wasserdurchfluss festzustellen. Ventil geschlossen. Ventil offen. Ventil offen. Kein Wasserdurchfluss festzustellen. Ventil geschlossen. Das muss auf jeden Fall zu, weil das ist ja hier unten verbunden. Kleinen Moment. Kollege, muss ja etwas niesen. Jetzt kann ich hören, wie das Wasser hinein und nach unten rauscht. Es fließt etwas Wasser durch, aber nicht viel. Ventil geschlossen. Es fließt etwas Wasser durch, aber nicht viel. Ventil offen. Ventil offen. Es fließt etwas Wasser durch, aber nicht viel.
Ventil geschlossen. Na, hier würde es einfach nach unten durchrennen. Jetzt kann ich hören, wie das Wasser durch die linke Leitung rauscht. Jetzt würde ich hier runtergehen, da anecken und dann hier links rüber. Das wird wahrscheinlich gar kein Durchfluss sein. Kein Wasserdurchfluss festzustellen. Okay. Jetzt kann ich hören, wie das Wasser hinein und nach unten rauscht. Da nach unten bringt nichts. Wenn ich hier nach unten, dann wird es durch diese Leiten gehen. Da kann ich wieder rumgehen. Ja, das könnte klappen. Jetzt kann ich hören, wie das Wasser nach unten rauscht. Jetzt fließt viel Wasser ungehindert durch. Ventil geschlossen. Ventil offen. Der Block rührt sich nicht von der Stelle. Ventil geschlossen. Na also. Da sind wir doch schon wieder ein Stückchen weiter. Ja, ein paar Minütchen machen wir noch bis zum nächsten Cut. Ja, es ist immer noch eine Aufnahmesession. Ich habe diesmal ein bisschen mehr Zeit und sprich noch viel aufgenommen. Okay, also hier müssen wir runter. Wow, das muss es sein. Oh Mann. Eigentlich habe ich nicht dran geglaubt. Unberührt seit Jahrhunderten. Also ist das Manuskript echt. Es führt uns zum Schatz. Ich würde sagen, sehen wir uns noch mal ein bisschen um. Okay, da sind Trittschalter. Ziemlich gespenstisch hier unten, was? Hoffentlich hast du keine Angst vor Ratten. Ha, ich? Hast du hier welche gesehen? Weißt du, es gab mal eine Zeit, da waren solche Sachen fast mein Beruf. Ich weiß auch warum. Kein neuer Text. Okay. Da kamen wir her.
Nichts passiert. Anna Maria, kannst du bitte mal auf diesen Knopf hier drücken? Sofort. Fertig? Fertig. Okay, das war ausnahmsweise mal relativ einfach. Kleinen Zwischensave. Machen wir einen neuen Spielstand, sicher, falls irgendwas sein sollte. Okay. Ein Ritter mit Schild. Der Schild wirkt wie ein Rätsel. Okay. Na, hier ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Mechanismus. Und ich denke mal, die Plattform, wo wir draufstehen, fährt nach unten. Steht gerade ein bisschen im Weg. Okay, also bleibt nur die Tafel. Halbmond, Davidstern, was diese Symbole hier wohl sollen? Kreuz, Davidstern, Halbmond, Kreuz. Kreuz, Davidmond, Davidstern, Halbmond, Kreuz. Das Manuskript wurde 1307 niedergeschrieben. Die Tempelritter müssen den Angriff vorhergesehen und dafür gesorgt haben, dass ihr Schatz in Sicherheit gebracht wurde. Kreuz, Halbmond, Davidstern, was diese Symbole hier wohl sollen? Also genauso wie es hier draufsteht, habe ich es auch gerade eingegeben. Thank you.
rein theoretisch müsste das ja eigentlich quasi das Gegenstück dazu sein. Das heißt, hier müsste dann eigentlich rein theoretisch der Davidstern dann reinkommen. Fleur de Lis in verschiedenen Mustern. Das ist der Engel, der im Manuskript erwähnt wird. Sankt Georg im Kampf gegen einen Drachen. Ja, hier unten das Symbol funktioniert ja irgendwie nicht. Aber da ist es nämlich so rum. Ein Ritter mit Schild. Vielleicht gibt das Manuskript einen Tipp. Da steht, zum Ersten finde die Ritter, die sich ein Pferd teilen, und ergreife den Stein, um den Weg zu öffnen. Da steht, zum Ersten finde die Ritter, die sich ein Pferd teilen, und ergreife den Stein, um den Weg zu öffnen. Da steht, zum Zweiten wende dich an die Wappen auf den Schilden und schließe den Kreis, auf dass die Ritter dich passieren lassen. Da steht, zum Dritten, folge dem weltlichen Weg des Meisters und erweise dich würdig. Zunächst die Festung, wo er kämpfte, doch schließlich der Macht der Mamluken unterlag. Dann reiste er in Longshanks schöne Stadt, wo er als Großpräzeptor empfangen wurde. Zum Tempel in Villeneuve, wo er zum Großmeister des Ordens ernannt wurde. Bevor er zu der Insel reiste, wo er Hof hält. Ich glaube, der Meister muss Jacques de Molay sein. Die Festung muss Akkon sein. Es werden die Mamluken erwähnt. Longshanks ist leicht. Das ist London. Der Tempel ist in Frankreich. Die Insel mit dem Hof. Welche könnte das sein?
Da steht, zum Letzten, um das Licht zu sehen, wende dich vom heiligen Zion ab und blicke zur großen Festung des Reiches im Osten, der Sitz der heiligen Kirche im Westen, die gelehrte Koptenstadt im Süden. Kreuz, Halbmond, Davidstern, was diese Symbole hier wohl sollen? Bisher ist es halt das. Das wird nicht angenommen. Ich verstehe das nicht. Rein theoretisch müsste das eigentlich aber richtig sein. Das hat's gebracht. Gut gemacht. Okay, das war jetzt eher mehr geraten als gekonnt. Ich war so rumprobiert, bis es dann mal geklappt hat. Aber da stand auch nirgendwo ein Hinweis. Vier Ritter mit Schilden. Das vierte Wappen ist verdeckt. Ah! Rot oben, blau unten, rot oben. Hochzeitgedächtnis. Okay, das sind insgesamt vier. Oben, unten, oben, rechts. Oben. Unten. Rechts. Rechts.
rechts, oben, links. Links, rechts, oben, links. Fleur de lis in verschiedenen Mustern. Moment mal. Rot ist rot. Blau ist unten und blau ist rechts. Weiterer Ritter mit Schild. Noch ein Rätsel, das ich lösen muss. Okay, beide rote sind oben, eins ist unten und eins ist rechts. Okay, probieren wir mal blau rechts. Und eins blau hoch. Und die anderen beiden rot nach links. Tauschen wir mal aus, dass quasi blau nach oben und rot nach unten ist. Verstehe ich gerade nicht so ganz die Logik dahinter. Thank you.
gelöst. George, du kannst Wunder vollbringen. Tja, manchmal glaube ich das auch. Okay. Ich habe es zwar gerade durch Rumprobieren herausgefunden, aber ich würde gerne mal verstehen, welcher Sinn dahinter ist. Beide rote nach unten. Ah, ich verstehe. Das Bild ist auf dem Kopf. Okay, okay, ich hab's verstanden. Okay, das war jetzt nicht gut. Ich würde sagen, wir machen aber auch mal einen kleinen Cut. Der ganze Rumrätsel hat jetzt schon eine ganze Weile gedauert. Dann sag ich wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es noch weiter gerätselt wird bei Buffy's Buch. Bis dann.